oder Resident Evil, die Demo, also von Resident Evil 7. Und dabei werde ich die Facecam natürlich mit dabei haben immer. Nicht bei unbedingt jedem Spiel, aber bei denen, wo ich denke, dass das Sinn macht, werde ich auf jeden Fall Facecam haben. Let's start again. Moin ihr Zuerster und Zuersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack 3. Freut mich, dass ihr mit am Start seid, geile Sache. Und ja, wir haben heute einige Themen zu besprechen und zwar 24 Stunden Livestream, jetzt am Samstag um 12 Uhr. In der Zeit besorge ich schon mal ein bisschen was Ton, wenn ich noch welchen habe und gehe mal ein bisschen darauf ein. Ja, was kann man da groß zu erzählen? Erzählen kann man wohl dazu einiges, denn jetzt am Samstag, wie schon erwähnt, eben findet um 12 Uhr ein 24 Stunden Livestream statt, in dem unter anderem einige Games gezockt werden, wie zum Beispiel Minecraft Nero wird es geben. Es wird Sky Factory wahrscheinlich geben. Vielleicht zocke ich auch noch ein bisschen Craft Attack zwischendurch. Wir werden Overwatch zocken. Es wird Ark geben, also Games bis zum Umfallen. Abends wollte ich dann mit Horror Games starten, wie zum Beispiel Dead by Daylight oder Resident Evil, die Demo, also von Resident Evil 7. Und dabei werde ich die Facecam natürlich mit dabei haben immer. Nicht bei unbedingt jedem Spiel, aber bei denen, wo ich denke, dass das Sinn macht, werde ich auf jeden Fall Facecam haben. Es wird Arma 3 zum Beispiel auch mit Facecam geben. Der liebe Inder, der wird auch wieder mit von der Partie sein, der Ranjit. Und ja, wer Bock hat, sollte sich das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Denn unter anderem wird es nämlich auch Gewinnspiele geben. Zum Beispiel werden wir so Sachen verlosen wie Minecraft. Ich denke, YouTubers Live wird auch ein paar Mal verlost. Ich habe auch gehört, dass der Steam Summer Sale irgendwie diese Woche starten soll. Kann aber auch sein, dass ich mich gerade vertue. Falls das aber der Fall sein sollte, wird es auf jeden Fall eine Menge cooler Games zu gewinnen geben. Und das sollte auf jeden Fall niemand verpassen. Ich weiß absolut gar nicht, wie ich in Minecraft einen Fisch bauen soll. Ich baue die richtig, richtig hässlich einfach, damit Revi sich da mega drüber aufregt. Und sich einfach nur denkt, ey, was ist das für eine hässliche Scheiße, die der da reingebaut hat. Ja, oh, das können wir hier erstmal wieder abbauen, das Stück hier. So, dann kann ich hier oben wieder was wegmachen. Ja, Mann, das ist doch ein schicker Fisch. Den lassen wir so. Das ist ein schöner Fisch. Wir müssen auf jeden Fall auch noch ein paar Blätter holen. Dann können wir das nämlich hier noch ein bisschen mit Algen verfeinern. Das habe ich vergessen. Also es wird auf jeden Fall tolle Gewinnspiele geben und eine Menge cooler Games, die gezockt werden, wo auch die Zuschauer mitmachen können. Das soll auf jeden Fall wieder mal so ein richtig, richtig cooler, geiler 24-Stunden-Livestream werden. Die hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und ich möchte natürlich mehr in diese Richtung gehen, dass ich viel mehr jetzt organisiere, was die Community angeht. Und ja, da haben wir einiges geplant. Unter anderem sind wir ja noch fleißig an Legend dran. Für die Leute, die denken, dass Legend irgendwie eingestellt wurde oder dass wir uns nicht mehr um den Subserver kümmern würden. Keine Sorge, Leute. Im Winter, das ist noch ein bisschen hin, ich weiß, wird es aber ein mega großes Update geben. Es wird jetzt in Kürze auch noch was Kleineres eingespielt werden. Da müssen wir jetzt nur drüber sprechen. Und zwar soll die Spielzeit, die Leute auf Legend verbringen, gesammelt werden bis zum Winter hin, für die Leute, die jetzt dem Subserver treu bleiben, denn die werden im Winter eine Belohnung erhalten. Das heißt, für alle Leute, die jetzt Legend zocken, macht euch keine Sorgen, auch wenn der Reset kommt, ihr werdet, je mehr Spielzeit ihr habt, eine umso größere Belohnung im Winter bekommen und dann wird Legend richtig krass werden, denn dann wird es auch so Sachen wie Battlegrounds und so geben, das soll richtig, richtig cool sein alles und deswegen lassen wir uns da dementsprechend Zeit, weil wir uns überlegt haben, wir nehmen uns diesmal lieber genug Zeit dafür und hauen dann aber auch, was wirklich von der Qualität her richtig, richtig gut ist und auch nicht so übelst verbuggt ist. Also da finden sehr intensive Tests immer wieder statt und wir haben auch schon echt einiges geschafft. Unter anderem ist fast das Cloud-System sogar für Legend fertig und das wird richtig, richtig viel ausmachen, weil das uns einfach so viele Möglichkeiten gibt. Deswegen auch nochmal hier halt der Hinweis, also ich will auf jeden Fall mehr wieder in die Richtung gehen, dass ich viel mit euch zusammen mache, mit der Community, so ein bisschen der alten Linie treu bleibe. Hier machen wir mal die Leiter zu, die sieht ja richtig hässlich aus. Hier muss auf jeden Fall, hier müssen schön Algen ins Haus, ne? Das muss, Revi war ja lange nicht mehr da und wenn der wiederkommt, muss das einfach dreckig hier aussehen. So, ich hole auch noch gleich mal ein bisschen Sand, dann machen wir hier noch schön Sand am Boden, dann sieht das Ganze doch besser aus. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, dass ihr am 24-Stunden-Livestream mit dabei seid und generell jetzt öfters wieder die Livestreams mitverfolgt. Wie gesagt, die kommen regelmäßig. Ich versuche nur 2 Tage in der Woche frei zu machen. Das wird immer wahrscheinlich jetzt dienstags und mittwochs werden. Da wird aber trotzdem ein Livestream stattfinden. Einfach aus dem Grund, weil der liebe Gemba dann nämlich überstreamt. Der wird dann halt nur 1 Stunde später als ich anfangen. Der fängt nämlich immer um 17 Uhr an. Und beim lieben Gemba gibt es dann immer so Sachen wie GTA und so ein Kram. Und ja, mein Bruder wird wahrscheinlich vielleicht auch demnächst mal wieder streamen. Müssen wir mal schauen, wie wir das zeitlich hinbekommen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das wird richtig, richtig cool noch werden. Und wir haben da echt so ultra viele coole Dinge geplant. Und ich freue mich natürlich über jeden, der uns da begleitet und unterstützt. Wir haben uns da echt sau viel
ausgedacht, was es so in der nächsten Zeit wieder geben soll und wie wir den Livestream wieder so richtig, richtig cool gestalten können, so wie es früher auch immer war. Da haben ja einige Zuschauer das schon echt abnormal gefeiert. Also macht euch da auf jeden Fall auf ordentlich Content in der nächsten Zeit gefasst. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen auf jeden Fall das Wasser erstmal nachsetzen. Ich wollte mich auch nochmal an der Stelle bei jedem Einzelnen hier bedanken, der den YouTube-Kanal so fleißig unterstützt die ganze Zeit. Ich weiß, dass so Sachen wie die Ori Let's Plays oder Zelda vielleicht nicht so oft geguckt werden, aber trotzdem ändert das ja nichts an der Situation, dass ich diese Spiele ultra gerne zocke. Und nur weil ein Spiel nicht viel geguckt wird, heißt es ja nicht, dass ich es dann nicht bringe auf YouTube, ne? Wie gesagt, ich habe mir von Anfang an immer geschworen, dass ich so dieser Linie treu bleiben will, dass ich einfach auf YouTube wirklich vor allen Dingen auch Dinge mache, die mir Spaß machen. Und das machen Ori und Zelda einfach. Das sind super tolle Spiele, die mir einfach unglaublich viel Spaß bereiten. Und deswegen möchte ich die gerne auch weiterhin bringen. Und ja, da wird es jetzt demnächst noch mehr Projekte geben. Zum Beispiel, wenn Ori vorbei ist, möchte ich ja gerne auf The Witcher 3 ansteuern. Das möchte ich gerne durchzocken als nächstes. Da habe ich mega, mega Bock drauf. Und wenn Zelda The Wind Waker durch ist, dann wird es Twilight Princess geben. Und wenn ich Twilight Princess durch habe, ich hoffe, dass das zeitlich noch reinpasst, wollte ich nämlich gerne noch Ocarina of Time und Majora's Mask durchzocken. Dann muss ich nur mal schauen, wie ich das hinkriege. Wahrscheinlich werde ich mir dann Nintendo DS zulegen müssen. Leider habe ich nämlich keinen. Und ich glaube, nur dafür gibt es ja diese Version von Majora's Mask, die man jetzt noch aufnehmen kann gut. Weil an den N64 und das alles abcapturen und so, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig werden. Aber trotzdem freue ich mich einfach immer wieder zu hören, dass es Leute gibt, die diese Let's Plays verfolgen und feiern. Auch wenn es wenig sind, ich finde einfach, alleine schon die Tatsache, dass es diese Leute gibt, die das feiern, macht das Ganze ja noch cooler für mich, ne? So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Hier muss noch ein bisschen Wasser hin. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen mehr von dem grünen Zeug noch suchen hier. Wir müssen hier ein bisschen mehr Algen reinbringen beim lieben Brevi. Denn sein Haus ist auf jeden Fall noch nicht voll genug damit. Ich schmeiß jetzt mal eben eine Enderperle da raus. So. Durch das Wasser wurde die so ein bisschen abgebremst. Krass, okay, wusste ich gar nicht, dass das geht. Zur Not müssen wir uns gleich mal eine Schere craften und dann müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Blätter farmen. Hier gibt es ja noch genügend Bäume, wo ich das farmen kann, so ein paar Blätter. Damit kann man dann schön Algen bauen. Und dann können wir das zur Not auch in der nächsten Folge weitermachen. Noch immer ganz kurz die Sache am Rande. Für die Leute, die sagen, ey, Revi wird das sowieso nicht sehen, wartet ab. Ich habe ja guten Kontakt mit Revi, ne? Ich werde ihm auf jeden Fall mal dazu anstiften, dass er auf den Craft Attack Server geht und aufnimmt, okay? Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen, Leute. Keine Sorge. Ich glaube, das wird auch ziemlich witzig werden, weil Revi wird komplett ausrasten. Ich denke nur, dass mein Haus darunter leiden wird, aber das muss jetzt einfach sein, weil ich muss dem Revi zeigen, dass ich das nicht mit mir machen lasse, dass er der Meinung ist, er kann das sprengen und so, ne? Das wird ihm nämlich, sag ich mal, für nächste Projekte oder so, die kommen werden, zeigen, okay, von Kevin muss ich ein bisschen Respekt haben, dem ist egal, wie groß seine Sachen gebaut sind, der wird trotzdem zurücktrollen, den interessiert das nicht. Dem ist das egal, der ist einfach ein fucking Psychopath, der dreht komplett am Rad, ja, das müssen wir ihm einfach zeigen, Leute. Und deswegen, ne, hier, das hat so eine, das ist so eine Ehrensache hier. Das, ich muss das einfach jetzt durchziehen. So, jetzt haben wir hier eine kleine Schere, die ein bisschen schon kaputt ist. Egal. Wir nehmen die einfach mal und gucken mal, wie viele Blätter wir damit bekommen. Und natürlich, was ganz wichtig ist, das habe ich noch vergessen anzusprechen, für alle, die bei den Giveaways mitmachen wollen, ganz wichtig, immer auf unsere Homepage gehen, www.gamerstime.tv, ganz oben in der Beschreibung ist die drinne. Darüber müsst ihr den Livestream schauen, ihr könnt aber auch jetzt schon, wenn ihr wollt, die Woche über fleißig Coins sammeln, aber keine Sorge, im 24-Stunden-Livestream wird es natürlich wieder ein bisschen Coins mehr geben, das ist alles klar wie Kloßbrühe, ne, für euch hier, Leute, da könnt ihr ein bisschen fein Coins sammeln, die Leute, die schon ein paar Coins haben, die müssen sich keine Sorgen machen, die können bei allen Giveaways schön mitmachen. Okay, die Schere hat nicht sehr lange gereicht. Da sollte ich überlegen, mir vielleicht doch nochmal eine neue jetzt zu holen. Aber dann werden wir das wahrscheinlich in der nächsten Folge machen müssen. Wie gesagt, sammelt auf jeden Fall fleißig Coins. Es wird so viele geile Giveaways geben. Und selbst die Seite ist ja geplant, dass sie im Winter nochmal ein Update erhält. Also das wird noch krasser werden mit Erfolgen, die man sammeln kann. Und Coinshop. Also alles Mögliche soll kommen, ist geplant, ja, das dauert halt alles nur ein wenig, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber ich kann euch sagen, jetzt im Winter wird es auf jeden Fall ordentlich abgehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, Junge, 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 da hat er mich aber fast hier geluxt, der Typ, ne, der wollte hier schon wieder in die Luft fliegen, ich denke mal, der ist hier vorne irgendwo gespawnt, dann müssen wir auf jeden Fall mal hier eben so ein paar Fackeln hinstellen, vielleicht, oh Gott, ey, so, zack, 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 und hier kommen dann jetzt erstmal noch Fackeln schnell hin, damit hier nicht nochmal irgendwelche Creeper oder so spawnen direkt am Eingang. So, hier kann noch eine hin. Und dann würde ich sagen, stellen wir noch hier eine hin, dann ist dann auch genug ausgeleuchtet. Hier habe ich sogar schön Eisen, da kann ich dann mal ein paar Scheren machen. Wie gingen die Scheren? Ja, so, okay. Machen wir mal drei Stück, die sollten auf jeden Fall reichen.
Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei jedem bedanken, der mich schon so lange unterstützt. Ich sehe es immer wieder auch in den Kommentaren. Hier sind einige Zuschauer, die so viel in die Kommentare schreiben und das fällt wirklich auf. Also hier sind echt ein paar Kandidaten, die lese ich immer und immer wieder und es freut mich einfach, wenn ich die lese. Dann weiß ich auch, okay, ich habe echt super coole Leute, die hinter mir stehen. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Deswegen auch nochmal an der Stelle an die Leute ein großes Dankeschön an jeden, der die Videos hier aktiv mitverfolgt und immer wieder unterstützt, ein Däumchen nach oben da lässt oder sei es auch nur ein netter Kommentar oder einfach nur das Video zu gucken. Vielen, vielen Dank an jeden. Und ich würde sagen, wir werden jetzt an der Stelle heute die Folge beenden. Wir werden dann in der nächsten Folge weiter hier so ein paar Blätter farmen und dann noch die restlichen Algen in das Haus verbauen und vielleicht ein bisschen Sand am Boden, damit das Ganze wirklich auch wie ein Aquarium nachher aussieht. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns am 24-Stunden-Livestream auf jeden Fall sehen werden. Nicht vergessen, Samstag um 12 Uhr geht's los. Tragt es euch in den Kalender ein, damit ihr es nicht vergesst, weil sonst jammern nachher wieder einige, oh, ich hab's total vergessen und nicht gewusst, Mist. Ne? Tragt es euch auf jeden Fall ein. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Däumchen nach oben da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Craft Attack 3 wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschüss.